MBO wird in der Regel als sehr, sehr positiv angesehen. Wir können sagen, es ist modern, es ist menschengerecht. Ja, der Mensch der heutigen Zeit möchte nicht mehr mit Befehl und Gehorsam geführt werden. Der möchte selber Einfluss nehmen, der möchte gehört werden. Ja, der möchte seine Ziele selber sich setzen, sie abstimmen mit seinem Vorgesetzten. Das ist also menschengerecht, modern und menschengerecht. Ja, warum modern? Es ist halt nicht mehr Befehl und Gehorsam, wie wir das kennen. Das ist der positive Punkt. Es gibt einen kleinen negativen Punkt. Und dieser kleine negative Punkt sagt, Überbetonung quantitativer Ziele. Überbetonung quantitativer Ziele. Was heißt das? Wir haben gerade gesehen, MBO ist gekoppelt mit dem Prämiensystem. Was brauchen wir, um eine Prämie zahlen zu können? Ein klares Messsystem, das misst, dass wir das Ziel erreicht haben. Bei quantitativen Zielen ist das sehr einfach. Was sind quantitative Ziele? Ziele, die in Zahlen messbar sind. Wenn wir also sagen, 3 neue Kunden oder sonst irgendetwas, Umsatzsteigerung um x%, dann können wir am Ende des Quartals sagen, erreicht oder nicht erreicht. Oder Zielerreichungsgrad 80% oder so etwas. Entsprechend Prämie sowieso. Wenn aber das Ziel ein qualitatives ist, Förderung der Motivation der Mitarbeiter zum Beispiel, Förderung der Kundenzufriedenheit, dann können wir das zunächst mal direkt nicht messen und deswegen können wir auch direkt keine klare, nachvollziehbare Prämie zahlen. Und deswegen haben wir eine systemimmanente Tendenz, quantitative Ziele überzubewerten, weil man für qualitative Ziele erst ein Messsystem entwickeln muss. Nicht, dass das nicht geht. Das geht. Nur erfordert einen zusätzlichen Arbeitsschritt. Deswegen haben wir hier eine gewisse Tendenz, die quantitativen Ziele in den Vordergrund zu stellen.